aufkleben ist gar nicht so schwer, wie ihr denkt, und ich zeige euch jetzt, wie ihr es jedes einzelne Mal richtig machen könnt. Der erste Schritt ist, die richtigen Wimpern auszuwählen. Wenn ihr Anfänger seid, müsst ihr unbedingt darauf achten, Wimpern zu wählen, die kein schwarzes Band hier haben. Die sehen nämlich viel natürlicher aus. Ein absoluter Geheimtipp ist dieses Tool hier. Es ist wie eine Art Zange, mit der ihr eure Wimpern greifen könnt. Das macht es einfach tausendmal einfacher. Wenn ihr die Wimpern auftragen möchtet, müsst ihr sie erstmal an euer Auge anpassen. Legt sie auf euer Auge rauf, ohne Kleber. Und dann könnt ihr schon sehen, wie viel ihr von euren Wimpern abschneiden müsst. Achtet darauf, dass ihr es immer von außen abschneidet und niemals von innen. Jetzt wird es Zeit für den Wimpernkleber. Ich verwende am liebsten durchsichtigen Kleber. Von dem tragen wir jetzt eine dünne Schicht auf. Und jetzt kommt der allerwichtigste Schritt. Diesen Kleber lasst ihr jetzt nämlich trocknen. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Mascara auftragen. Die tragt ihr dann ganz normal auf eure oberen Wimpern auf. Ich liebe diese Mascara, weil sie die Wimpern richtig schön trennt. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Wimpern auf euer Auge aufzutragen. Ich lasse dafür das Auge am liebsten offen und setze die Wimpern dann so drauf. Und so sieht dann das Ergebnis aus. Also wie ihr sehen könnt, ein Riesenunterschied zu vorher. Und das Ganze wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann seid ihr auch schon fertig. Probiert beim nächsten Mal diese Tipps aus und ihr werdet sehen, dass Wimpernkleben gar nicht so schwer ist.